zu Faserbrechen kann man entweder händisch ganz vorsichtig sein, nicht zu fest, aber auch nicht zu locker, weil sonst brichst du die Faser mit ab. So, jetzt haben wir die Faser schön gebrochen. Jetzt seht ihr, wie überall die Faser rausgeht. Das ist natürlich, wenn ihr das angreift, da kann man eigentlich noch kein Kleidungsstück oder irgendwas machen. Darum müssen wir es in der Schwinghütte oben reinigen und weiterverarbeiten. Die Lebens- und Arbeitsweise der Bauern vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Kunst- und Archivsammlungen, eine Fachbibliothek oder das Online-Dialektwörterbuch. Das alles ist nur ein Teil des Angebots der Ötztaler Museen im Tiroler Oberland. Dieses Jahr ist für die zwei Museen, also das Turmmuseum in Ötz und das Heimat- und Freilichtmuseum in Lengenfeld, inklusive dem dortigen Gedächtnisspeicher, ein ganz besonderes. Das Engagement der Mitarbeiter und die Vielfalt des Angebots bekommen den Österreichischen Museumspreis 2021. Vor 3 Jahren übernimmt Edith Hessenberger die Leitung der Ötztaler Museen. Sie vereint die Standorte in Lengenfeld und Ötz in die Ötztaler Museen GmbH. Die Auszeichnung macht sie besonders stolz. Also natürlich bin ich unglaublich stolz und aber auch, muss ich sagen, schon wirklich sehr bescheiden, weil ich ganz genau weiß, dass dieser Preis ja natürlich eben nicht nur an mich geht, sondern an ein extrem gutes Team. Wir haben großartige Mitarbeiterinnen, die interdisziplinär hervorragend ausgebildet sind. Wir haben Obleute und Vereine, die sehr stark hinter uns stehen. Wir haben Bürgermeister, wo es eigentlich nie ein Nein gibt, sondern meistens nur schauen, wie wir es möglich machen. Und ich nehme das wirklich ganz stark so wahr, dass dieser Preis an uns alle geht und diese vielen Menschen, die hinter den Ötztaler Museen stehen. Aber natürlich da dafür zuständig zu sein, das Ganze zu koordinieren, das ist eine riesengroße Ehre. Mit der Unterstützung von Partnern und den 5 Gemeinden Lengenfeld, Ötz, Sautens, Sölden und Umhausen haben die Ötztaler Museen bereits viele Projekte umsetzen können. Doch auch nach der Auszeichnung will das Team am Ball bleiben und die Arbeit vorantreiben. Ja, für uns kommt der Preis jetzt gerade richtig, er ist ja auch mit 20.000 Euro dotiert. Und wir haben sehr große und sehr teure Pläne jetzt. Konkret wird für das nächste Frühjahr das Heimatmuseum, das 40 Jahre alt ist und auch die Ausstellung ist 40 Jahre alt, überarbeitet und nächstes Jahr im neuen Kleid präsentiert. Also es gibt eine neue Dauerausstellung. Dann gibt es direkt in Nachbarschaft zum Gedächtnisspeicher und zum Heimatmuseum des Waschtels, ein 500 Jahre altes Bauernhaus, das sich heute als Ruine zeigt, aber in 2 Jahren mit Unterstützung der Stadtlaborarchitekten aus Innsbruck hoffentlich ein tolles Museumsbegegnungszentrum ist. Auch insgesamt, denke ich, werden wir in Zukunft mehr und mehr darauf Augenmerk legen, dass wir im Internet möglichst viele Inhalte bereitstellen, die die Menschen, die vielleicht nicht in unsere Museen oder nicht ins Ötztal kommen können, dann online finden. Der Museumsbeirat des Bundesministeriums für Kunst und Kultur vergibt den Österreichischen Museumspreis jedes Jahr an Museen für ihre ausgezeichnete Arbeit.